Hallo und willkommen zum Slingshot-Channel. Tja, die Challenger von AER, das wohl krasseste Luftgewehr, was jemals durch die PTB-Prüfung gekommen ist. Also in Deutschland für Gummikugeln, zielgenau bis auf ungefähr 3 Meter, weil die Gummikugeln mit dem gezogenen Lauf nicht so gut harmonieren. Aber man muss das als Training für den Ernstfall werten in Deutschland. Ne? Also, jetzt habe ich jetzt gar nicht geladen, aber man merkt schon, also da sitzt nicht viel hinter. Das ändert sich, wenn man die Drosseln ausbaut bzw. die Exportteile einbaut, die bei jeder Waffe mitgeliefert werden. Denn dann hat das Ding über 700 Joule in der Spitze. Und was man damit machen kann, das konnte ich natürlich nicht in Deutschland rausfinden, sondern dazu bin ich extra in die USA gefahren bzw. geflogen und habe da mit dem Matt und dem Mike, meine Leute aus USA und UK, geprüft, was man mit dem Ding wirklich anrichten kann. Und das könnt ihr euch jetzt anschauen. Ich beame zurück zu meinem Selbst von vor ein paar Wochen in Kalifornien auf dem Schießplatz. Jetzt bin ich hier in den USA, in Kalifornien, auf einer, wie man hört, auf einer Schießanlage. Also alles legal. Und ja, jetzt werden wir schießen. Natürlich nicht mit den Gummibällen der kleinen Variante, der deutschen Variante, sondern mit diesen echt gemeinen Hohlspitz-Bleigeschossen. 6 Schuss im Magazin, 650 Joule. Los geht's. Die hier wiegen 15,79 Gramm, 78 Gramm, ja. Wir fangen jetzt an mit Waschbetonsteinen als Ziel und auf 50 Meter Distanz. Okay, 50 Meter. Wow, ich habe es genau in der Mitte getroffen. Ich glaube, der ist durchgegangen. Ja, wie man sieht, das hat ein ordentliches Loch hier reingepustet und hat das ganze Ding geknackt. Wahnsinn. Dann versuchen wir doch jetzt noch mal ein bisschen tiefer zu treffen. So, jetzt werde ich 2 Schüsse hintereinander machen auf den Stein. Und dabei muss ich das in 4 Sekunden schaffen, weil das ist die Zeit, die die Phantom-Kamera speichern kann im Loop. Und wir werden sehen, ob ich schaffe. Wow. I gave it a third one, just for fun. Das war's. Das ist erledigt. Tja, das ist vaporisiert. Wow. Mit dem Luftgewehr. Eins von den Geschossen, mit dem wir den Stein zertöppert haben, haben wir wiedergefunden. Guckt euch das mal an. Ja, wir haben gesehen, dass das Ding den Steinblock, den Zementblock total kaputt geschossen hat. Und jetzt schießen wir aus sehr kurzer Entfernung auf diesen Gelblock, in der Hoffnung, dass diese gemeinen Hohlspitzgeschosse das Ding zerlegen, indem sie expandieren. Aber das wissen wir noch nicht. Alright, and go! So, jetzt schaut mal, boah, durchgegangen, aufgepilzt, jetzt nochmal langsamer, was eine Ausdehnung. Und da kommt das aufgepilzte Geschoss, man sieht ganz deutlich, wie groß das geworden ist. So, jetzt wird es jetzt langsam ernst. Wir haben hier eine Kokosnuss, dann ist die Gelatine und ein richtig schönes fettes Stück Leder. And... Hier sieht man, was passiert. Das schlägt ein, mein Gott. Guck mal, wie das ganze Ding abhebt und wie das Kokosnusswasser da rausspritzt. Der Lappen da drunter natürlich auch weggeflogen. Ist hat den ganzen Block, der wiegt bestimmt 5 Kilo, wenn nicht mehr. Den hat es komplett angehoben. Da spritzt immer noch das Kokosnusswasser raus. Also der Energietransfer ist der absolute Wahnsinn. Schon irre. Wir kriegen das jetzt nochmal in einer noch langsameren Version. Hier sieht man auch, wie die Druckwelle sich vor der Kokosnuss ausbreitet. Also bei einem Luftgewehr habe ich sowas noch nie gesehen, noch nie. Ihr seht auch das Stück Leder davor, das zappelt.
Es hat natürlich null Widerstand gegeben. Die Härte. Ja, das war ein wirklich beeindruckender Schuss in diesen Ballistik-Gel-Block mit der Kokosnuss. Und natürlich das Aufpilzen des Geschosses war die Wucht. Jetzt habe ich ausgerechnet, dass die Energie ungefähr dem entspricht, wenn man so eine 45 ACP aus einer 1911er Pistole verschießt. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Naja, jetzt ist die Idee, dass wir das Gleiche nochmal machen mit der 1911 und der 45 ACP. Aber das ist natürlich kein Hohlspitzgeschoss. Also war der Phil mutig genug und hat einfach ein Loch hier reingebohrt in das Geschoss. Und jetzt sollte das in etwa vergleichbar sein. Wir machen den Test einfach und sehen, was passiert. Ja, und jetzt haben wir zum Vergleich mit der 1911 in 45 ACP drauf geschossen. Wunderschöne Waffe, gehört dem Film. Und im Vergleich sieht man, dass die zum Luftgewehr oben und unten die 1911er vergleichsweise armselig aussieht. Ist natürlich trotzdem durchgegangen, aber welches Geschoss mehr Schaden verursacht hat, das dürfte wohl klar sein, oder? Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir haben die Kugel gefunden. Viel Speed hatte sie nicht mehr, als sie durch war. Und man sieht auch warum. Die ist komplett aufgepilzt. Hier sieht man noch die Züge des Laufs. Wunderschön, oder? Gut, wir schießen jetzt hier mal auf 100 Yards. Das sind so ungefähr 90 Meter. Das ist das Längste, was wir hier auf dieser Schießbahn hinkriegen. Da hinten haben wir wieder unsere Betonblöcke. Und ich werde jetzt mal sechsmal schießen und die werde ich mit dem Chroni versuchen zu messen. Das ist ein bisschen an dem Limit der Speeds, was das Chroni kann. Aber ich hoffe, dass ich es trotzdem gemessen kriege, weil ich wissen will, das ist ja jetzt wir starten mit vollem Druck, wie sich das über die 6 Schuss entwickelt mit der Geschwindigkeit der Geschosse. High, at least a cinder block high. Okay, that was 301 meters per second. Was a hit and 291 meters per second. Now I'm shooting at the right one. Just high. High? Barely. That was 281 meters per second. Same hit. Okay, I need to go low. That was 272. That hit. Okay, got one more, I think. That was 264. Okay, and that was 257. Wow. Ja, wieder zurück in Deutschland und wieder zurück bei 7,5 Joule. So, und die offene Waffe, was ist denn jetzt unser Resümee aus den USA? Also wir haben gesehen, das Ding ist total zielgenau. Selbst auf 90 Meter war ich in der Lage, obwohl ich nun wirklich nicht der beste Schütze bin, war ich in der Lage, so einen Waschbetonstein ganz gut zu treffen. Mit dem Ding kann man 6 Schuss machen, ohne dass sich selbst auf 90 Meter Distanz der Haltepunkt in irgendeiner Form spürbar ändert. Man trifft immer noch Fleck. Ich habe tatsächlich sogar ein bisschen zu hoch geschossen, weil ich dachte, es würde etwas stärker fallen. Das hat es aber nicht getan. Das schießt eigentlich noch genau dahin. Die Energie ist der absolute Hammer, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie stark das Geschoss aufpilzt, dieses Blei-Hohlspitzgeschoss. Wo das einschlägt, da wächst einfach kein Gras mehr. Ihr habt ja auch den Vergleich zu der 45 ACP gesehen. Also die zerstörerische Wirkung ist hier absolut, absolut der Hammer. Ihr habt ja gesehen, dass mich mit dem Ding auf 60 Meter mehr oder weniger mit jedem Schuss ein ganz kleines Ziel treffen kann. Überhaupt kein Problem. Auch schnell schießen kann ich damit. Also unter 6 Sekunden zwischen 2 Schüssen finde ich wirklich gut. Zumal das ja auch noch gezielte Schüsse waren und auch beide getroffen haben. Muss man eindeutig sagen. Also, und natürlich auch die Möglichkeit, das relativ leicht im Feld zu tanken. Es gibt Kompressoren, die mit 12 Volt arbeiten. Man kann das aus einer Flasche betanken und man kann sogar eine Handpumpe nehmen. So für die absolute Apokalypse kann ich also selbst dann völlig unabhängig vom Strom damit schießen. Ja, das Gewehr ist jetzt bestellbar. Wir bekommen bald die erste Lieferung rein aus China. Und ja, es kostet knapp unter 1000 Euro.
Da kommt noch ein Scope dazu, das muss man rechnen, und auch die Pumpe oder den Kompressor. Das Ganze ist bestellbar auf gogun.de. Ja, und die Lieferzeit, wir hoffen, dass wir im November die ersten Waffen ausliefern können. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, weil das war's für heute. Danke und bye bye.